In einem der allerletzten Videos haben wir es bereits angekündigt. Und ich finde, es ist langsam Zeit, dass dieser Raum als allerletzter in der Wohnung auch endlich mal ein kleines Makeover bekommt. Ich spreche natürlich vom Schlafzimmer. Wir haben gestern ganz viel Deko bestellt. Wir werden außerdem diese Woche, voraussichtlich Mittwoch, zu IKEA in Oldenburg fahren. Wir haben eine ewig lange IKEA-Merkliste mit ganz vielen Sachen, die es hier im IKEA Osnabrück leider nicht gibt. So, neuer Tag und heute waren wir zum einen bei IKEA. Die Sachen zeigen wir dann. Die sind jetzt gerade alle noch drüben. Und zum anderen kam ein Paket, was ich dann beim, wie nennt man das? Paketshop abgeholt habe und das packe ich jetzt mal aus. Das sind nämlich die. Ja? Ja? Der Kerl trägt das hier schon rum. Das sind die Kissen bzw. Kissenbezüge. Das ist aber süß. Das ist ein Kissenbezug. Man sieht jetzt das, doch, man sieht das Muster eigentlich ganz gut. Und das ist auch süß. Ist halt auch mit der Schleife. Ja, erkennt man das Muster ja ganz gut. Ist auch wieder ein Kissenbezug. Hier einmal ein Kissen. Das sieht jetzt natürlich ganz schön gequetscht aus. Ich packe das auch gleich alles noch aus. So sieht das jetzt nochmal in echt aus. Das ist hier vorne so ein bisschen wie Samt. Oder es ist vielleicht Samt. Ich weiß nicht. Dann hat das hier so. Wie nennt man das? Weiß ich nicht. Und hier hinten, das sieht eher aus wie Leine oder so. Und die Marke heißt auch irgendwas mit Leinen. Kann ich euch zeigen. Das ist eine holländische Marke. So, dann haben wir hier einmal noch einen Kissenbezug. Der ist jetzt nicht spektakulär verpackt, aber den kann ich auch gleich mal auspacken. So sieht der aus. Vom Material, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie das Material heißt. Wahrscheinlich steht es auch irgendwo drin. Aber fühlt sich auch angenehm an. Ist jetzt nicht so ultra weich oder so, aber fühlt sich trotzdem jetzt nicht unangenehm an. Und das letzte Kissen, oh, das ist total schön. Das ist, also da ist auch wieder ein Kissen drin. So, und hier seht ihr auch, das ist so ganz, ganz weich, so wie samtig. Und ja. So, wir zeigen euch gleich die Kissen. Wir haben nämlich jetzt einfach in die leeren Kissenhüllen unsere Sofakissen reingestopft, die wir nicht mehr so schön finden. Jetzt wollten wir haben ja noch einen Teppich gekauft. Das ist jetzt sozusagen der kleine IKEA-Hall-Teil. Das hier ist der eine Teppich. Okay, den müssen wir, also es ist gut, dass unser Schlafzimmer nicht morgen schon fertig sein soll, weil den müssen wir erstmal noch, noch 3 Jahre pressen. 60x90 Kurzflorteppich, Farbton weiß ich nicht. Ist ein kleines bisschen dunkler als die Kissen, so im Durchschnitt. Wir haben hier zum einen einmal Bettwäsche, ein Set, also Kissen und Decke aus Leinen, wenn ich das jetzt ganz richtig, ja, 100% Leinen. Genau, dann haben wir hier das dazugehörige Spannbettlaken in Größe 1,80 x 2 Meter. Das ist aber knapp, hast du dir das gut überlegt? Es gibt kein größeres, alle IKEA-Dings sind so. Echt? Alle IKEA-Bettlaken, auch unser blaues. Wie die Matratzen sind 1,80 breit, eine ist 90 breit. Ach so, und Länge? Na, 2 Meter. Das passt es ja sogar. Ach nee, das Bett dann, ist 2x2. Genau, dann haben wir hier noch einmal Bettzeug. Und entsprechend auch, weil, damit es auch wirklich dazu passt, Philipp hat ja so ein kleines Kopfkissen, deswegen haben wir nochmal so ein extra kleines Kopfkissenbezug mitgenommen. Das heißt, ein großer Bezug wird übrig bleiben, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt alles zusammenpassen. Und was haben wir noch gekauft? Ach so, ja, wir haben einen neuen Mülleimer gekauft. So, heute ist, was heute? Freitag. Wir sind schon ein großes Stück weitergekommen und haben irgendwie wieder total vergessen, die Kamera aufzustellen. Aber es wird gleich noch was passieren, nämlich ich werde gleich streichen und dabei stelle ich dann mein Handy auf und mache wieder einen Zeitraffer. Ich zeige euch jetzt mal Schlafzimmer, wie es jetzt aussieht. Ihr fragt euch vielleicht, wo ich stehe, weil hinter mir ist halt ganz viel weiß. Ich drehe mal die Kamera um. Und das Bett steht immer noch an seiner selben Stelle. Das heißt, hier hinten in der Ecke sind jetzt unsere beiden Schreibtische, also aufeinander und alles Mögliche an Zeug.
Hier bin ich im Spiegel. Guten Abend. Es ist, wie spät ist denn? Ah ja, 10 nach 10. Genau, hier steht noch die Tischplatte vom neuen Tisch und alles. Und dann haben wir hier freigeräumt. Ja, hier hat, weiß ich, unser Vormieter, weiß nicht, was er da gemacht hat. Aber auf jeden Fall... Sein Ofen stehen gehabt. Na, keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben wir jetzt ganz viel freigeräumt. Philipp hat gestern unseren neuen Nachttisch aufgebaut, beziehungsweise überhaupt erstmal unseren Nachttisch, weil wir hatten ja keinen, der steht jetzt hier, den zeigen wir euch dann irgendwann mal in voller Größe. Und Philipp hat vorhin die Farbe geholt. Kann ich jetzt, nee, ich mache die jetzt nicht auf, ich spanne erstmal hier die Malerplane. Und genau, dann haben wir hier irgendwo angezeichnet und hier irgendwo und dann wird hier erstmal alles gestrichen. Morgen, wir haben in der Stube geschlafen, wegen dem Geruch von der Farbe und so weiter. Und man sieht, das ist teilweise noch echt ungleichmäßig. Hier zum Beispiel, hallo, Scharfstelle. Jetzt wird das Bett abgeräumt, dann wird es ungefähr 10 Runden im Kreis gedreht. Eine komplette. Und das dann ist die Ecke, weil da hinten ist unser Lichtschalter, genau. Hier vorne steht. Genau, und da vorne. Ja. Und hier kommt der Nachtschrank hin. Dieser da, stimmt, den wollte ich euch noch mal zeigen, den habe ich sogar schon eingeräumt. Da habe ich hier unten einmal, da hat der Karl aber gestern mitgespielt. Und hier oben ist noch nicht allzu viel drin. Können wir wieder ins Bad? Ja, genau. Und ja, dann werden wir jetzt hier erstmal umräumen und die hier dann auch da wegstellen. Ja, und dann freue ich mich, wenn das Bett hier in der Ecke steht. So, also der Tisch steht. Wir haben jetzt keinen Zeitraum vom Aufbau gemacht, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ihr habt ja jetzt noch gesehen, wie wir die Folie abgezogen haben. Kai ist auch gerade nochmal unten drunter. Und wir haben jetzt erstmal, wo wir uns noch nicht 100% sicher sind, ob das so bleibt, aber dieses Regal hier hingestellt. Wir haben jetzt unseren Kleiderschrank noch nicht und hier sind so Bürosachen und sowas drin. Also der eine ist noch leer. Was? Ich finde das dann immer ziemlich hässlich.
Ja, ich denke auch, dass wenn dann der Kleiderschrank da ist, wir diese vier Teile, so wie sie sind, wahrscheinlich einfach in den Kleiderschrank unten irgendwie reinstellen werden und dann das Regal auch noch wegkommt. Bloß, der Kleiderschrank wird ja dann hier stehen, also hier an der Seite, hier hinter ist ja der Spiegel und der wird hier dazwischen gut hinpassen und genau, bis dahin bleibt das Ding hier noch stehen, aber danach kommt es dann auch weg. So, und während der Karl gerade farblich passend gekleidet zum Bett es Probe schläft, haben wir jetzt hier drüben auch noch die Schreibtisch. Ja, wie sagt man das denn? Naja, wie nennt man das? Also die Schreibtischecke, die was auch immer, auf jeden Fall fertig eingeräumt. Ich habe das Fensterbrett sauber gemacht, die Blumen alle mal ein bisschen gepflegt. Die hier wird sich auch bald noch aufrichten, weil ich habe sie auch seit langem mal wieder gegossen. Genau, wie gesagt, der ist jetzt hier erstmal nur provisorisch. Mich ärgert es gerade, dass das Ding hier so... Na, besser. Genau, dann haben wir hier unten drunter, Moment, unseren neuen Mülleimer und die Bassbox. Hier drüben steht der Rechner. Dann haben wir hier jetzt dahin Drucker, die kleinen Boxen, ja. Ist ja eigentlich alles sehr selbsterklärend. Und als Stuhl haben wir jetzt erstmal den einen Stuhl da von unseren Esszimmerstühlen hingestellt. Der wird es nicht final bleiben, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, was es da für ein Stuhl werden wird. Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Ich bin gerade im Bus, weil wir den Bus gerade ein bisschen aufräumen und der Karl spielt hier und Philipp holt gerade was aus dem Keller. Ich habe gerade die Waschmaschine gestartet und zwar werde ich gleich unsere roten Gardinen, zeige ich euch dann gleich auch nochmal, wie die jetzt aussehen, werde ich die gleich hoffentlich weiß oder gelb färben, also entfärben. Wenn der Power-Entfärber funktioniert. Oh, ich sehe aus. Genau. Ich muss jetzt 15 Minuten... Das ist eine Maus. Ich muss jetzt 15 Minuten warten und dann darf ich das erst dazugeben. Ich habe mir einen Timer gestellt und bin sehr gespannt. Ich nehme euch natürlich auch gleich mit runter. Dann. Okay, Waschmaschine ist jetzt pausiert und hier steht jetzt drauf. Also... Maschine mit Blabla Wäsche befüllen, höchstzulässige Temperatur, Programm ohne Vorwäsche, kein Waschmittel, keine Waschspüle, erst nach 15 Minuten den ganzen Entfärber ins Waschmittelfach geben. Waschmittelfach, da. Mit 2 Liter Wasser nachspülen, Programm vollständig durchlaufen lassen. Okay, dann fülle ich das jetzt mal in das Fach. Okay, habe ich gemacht, habt ihr hoffentlich gesehen und ich mache es jetzt einfach wieder an. So. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ich habe nur mal ganz kurz reingelinst, aber wir schauen uns jetzt gemeinsam die fertige Gardine an. Oh mein Gott. Okay, also das ist auf jeden Fall... Was ist das für eine Farbe? Es ist... Auf jeden Fall so ein Orange, vielleicht auch in Richtung Senfgelb. Also die Chance, dass es gut zu unserem restlichen Schlafzimmer passt, ist auf jeden Fall noch da. Oha, wie krass. Und ich muss die jetzt noch einmal durchwaschen. Macht das auch. Es sieht eigentlich, also hier bei dem Licht sieht das schon ziemlich gut aus. Die Gardine ist natürlich noch nass, das heißt, sie ist noch ein bisschen dunkler. Aber ihr seht sie jetzt mal hier so im Verhältnis. Okay, von hier sieht sie jetzt gerade sehr rot aus. Ja, dann noch einen kleinen Rotstich. Aber es passt, tatsächlich irgendwo. Definitiv nicht. Also es passt auf jeden Fall. Wir werden die jetzt mal... Du kannst sie den Arm runternehmen. Okay, ich werde die jetzt mal aufhängen draußen. Und dann gucken wir nochmal, wenn die... getrocknet ist. Das ist so unterschiedlich je nach Licht.